So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu den täglich neuen Handelsideen hier mit Tickmill am Freitag, den 16.08.2019. Ich schreibe mal hier in die Chatbox: Guten Morgen, Traders. So, dann weiß man auch, wo man die Fragen stellen kann. Sehr schön. Also ich begrüße alle ganz herzlich und wir wollen, ja wie gewohnt die letzten Tage auch schon bereits einen Blick werfen auf die Price Action des gestrigen Tages. Ich glaube, Achterbahnfahren ist schon eine relativ gute Beschreibung dessen, was da passiert aktuell. Das hat so ein bisschen auch, ja, vielleicht sogar Wildwest-Charakter. Also diese Bewegungen, die sind schon ziemlich martialisch, die da sich im DAX ganz besonders zeigen. Hat viele oder lässt Rückschlüsse zu, die nicht besonders günstig sind, so will ich es mal formulieren. Denn solche Kursbewegungen innerhalb weniger Minuten den Markt 250 Punkte runter, dann 300 Punkte wieder raufzuschießen und wieder 250 Punkte runter, das ist etwas, das deutet darauf hin, dass die Marktbreite und auch die Markttiefe nicht besonders ausgeprägt ist, gerade im DAX, dass wir da sehr, sehr dünn unterwegs sind. Und das hat natürlich entsprechende Implikationen auch auf das Trading generell. Also das heißt, wenn wir auch heute, das werden wir feststellen, Schwierigkeiten haben werden, einen insgesamten Vorteil zu zeichnen, weil das kann sich mittlerweile jeder Sekunde nahezu ändern. Wir werden natürlich auch die Gründe kurz liefern, betrachten, warum, wieso, weshalb wir uns da in die eine oder andere Richtung sicherlich bewegt haben. Aber da aktuell einen Vorteil zu identifizieren, das fällt nahezu mega schwer bis ist unmöglich, weil du nie weißt, welcher Tweet jetzt welche Meldung dort in irgendeiner Form wieder diese oder jene Bewegung dann auf den Weg bringt. Aber du hast als Trader natürlich Möglichkeiten, entsprechend einzugreifen und die Message, die der Markt aktuell sendet, besonders wenn man den DAX tradet, besonders bei diesen sprunghaften Bewegungen, die ist ganz klar jene, dass man nämlich sagt, ich fahre in Positionsgröße massiv runter. Das ist eventuell sowieso notwendig, nämlich infolge der Tatsache, dass vielleicht Stopweiten breiter, weiter sind, aber das wäre auch, wenn dem nicht der Fall wäre, eben tatsächlich so, denn eine niedrigere Positionsgröße oder kleinere Positionsgröße impliziert nämlich auch, dass dann der potenzielle Impact, also der Einfluss von zum Beispiel Slippage infolge von sprunghaften Bewegungen, dass dieser eingedämmt werden kann. So viel können wir auf jeden Fall schon mal zu Beginn festhalten. Und dann wollen wir, wie gewohnt, natürlich einen Blick hier werfen auf den Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, es sei nicht für jeden Anleger geeignet. Tickmill bietet keine Finanzberatung an und auch die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handeln dar. Sie dienen eben ausschließlich der Veranschaulichung und Weiterbildung, also haben rein informativen Charakter. Es ist keine Anlageberatung oder sonst dergleichen und für weitere Informationen findet ihr auf der Webseite von Tickmill den kompletten Risikohinweis, auf den ich an der Stelle dann verweise. Wie auch jetzt schon bereits in den letzten Tagen, kurzer Blick auf den Wirtschaftsdatenkalender. Der Vollständigkeit halber an der Stelle, weil der ist heute wieder sehr, sehr dünn. In der Tat, auch gestern haben wir gesehen, es waren erstaunlich solide Daten aus den USA. Retail Sales, Einzelhandel zum Beispiel, über der Erwartung gelegen. Aber die Bewegungen, die sind natürlich untergegangen. Oder beziehungsweise, es wurden keine Impulse geliefert, konnten nicht wirklich geliefert werden, ehrlich gesprochen. Warum konnten keine Impulse geliefert werden? Weil einfach das Hauptthema weiter Handelskonflikt zwischen den USA und China war. Wobei ich ehrlich gesagt jetzt sagen muss, es lassen sich schon interessante Rückschlüsse, glaube ich, ziehen auf auch die Position, die Donald Trump mittlerweile dort vielleicht inne hat. Aber dazu dann gleich mehr. Heute werden dann Zahlen veröffentlicht. Oh, ich sehe, Verzeihung, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich bin ein bisschen vorgeprescht. Ich habe bereits hier die Zahlen für Montag auch mit eingefangen. Das ist der 19. August. Also alle die fallen natürlich hier raus. Ja, Time Left, das ist das, was hier steht. Eigentlich hätte ich nur diesen oberen Teil hier ausschneiden müssen. Und da sehen wir auch, wie dünn der Wirtschaftsdatenkalender ist. Da sehen wir, dass nämlich nur heute Nachmittag Zahlen aus den USA veröffentlicht werden. Zum Immobilienmarkt hier und dann eventuell vielleicht ein bisschen marktbewegender, und zwar das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Aber wir wollen gar nicht weiter darauf eingehen, weil es hat die letzte Zeit schon keinerlei Impulse gegeben. Wenn man das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan sich angeschaut hat, da gab es keine Vola und das wird heute erst recht nicht der Fall sein. Die Vola kommt von wo ganz anders aktuell. Und genau hier blicken wir dann einmal. Ich habe hier noch ein Interview offen, auf das gehen wir gleich ein. Das kam gestern. Das ist auch eine interessante Reaktion gewesen übrigens. Gestern hat das Wall Street Journal ein Interview mit Olli Rehn veröffentlicht. Olli Rehn ist ein stimmberechtigtes Mitglied der EZB
Und Olli Rehn ist der Zentralbankchef der finnländischen Notenbank. Und das, was interessant war, war, man kann es hier sehen, ECB has big bazooka prime for September, top official says. Also er ist ein stimmberechtigtes Mitglied dieses Boards der EZB. Und es ist ein bisschen reißerisch hier aufgemacht mit der big bazooka, also mit der großen Bazooka, die da eben tatsächlich herausgeholt werden soll. Aber angeblich, das ist das, was gestern dann auch in den Nachmittag hinein die Euro-Schwäche initiiert hat und den Euro zurück in Richtung der 1,11er-Region zum Beispiel zum US-Dollar gedrückt hat. Da steht, the central bank is preparing a very strong package of stimulus measures to support the flagging Eurozone economy. Also das heißt, es wird hier wahrscheinlich ein Paket geliefert, ein geldpolitisches Paket geschnürt seitens der EZB, welches sogar die aktuell kühnsten Erwartungen übertreffen soll. Ja, das ist natürlich jetzt für uns Trader interessant. Ich muss immer so ein bisschen dabei schmunzeln, weil ich denke in diesem Zusammenhang immer ein bisschen an Albert Einstein, der sagte, Wahnsinn ist, wenn man immer das Gleiche tut und einen anderen Ausgang erwartet. Ja? Also die ganzen Bazookas, die EZB schon abgefeuert hat, um die europäische Wirtschaft, zum Beispiel anämische Nachfrage im Kreditsektor, private Kreditnachfrage eben anzukurbeln zum Beispiel. Die ganzen QE-Pakete, LTROs, TLTROs und wie sie alle geheißen haben, alle haben nicht funktioniert. Und ich wage mich mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, auch dieses Paket wird eher größere und längerfristige Probleme kreieren, als dass sie in irgendeiner Form in der Lage ist, wie gesagt, zum Beispiel Kreditnachfrage im privaten Sektor anzukurbeln. Auch hier, also wie könnte so ein Paket aussehen? Wir werden jetzt hier nicht in die Details gehen und uns das alles anschauen, aber er hat auch keine Details genannt, aber wir können uns schon eine Richtung vorstellen. Wiederauflage des QE-Programms zum Beispiel, Senkung des Leitzinses dann ins negative Territorium. Mittlerweile stellt man sich sicherlich die Frage, wenn solch eine Headline hier läuft, ob es minus 10 Basispunkte sind oder vielleicht sogar minus 20, also minus 0,2%, auf die man den Leitzins senken möchte. Man wird sehr wahrscheinlich sogenanntes Tiered Interest Rate System installieren. Tiered Interest Rates, das ist vor allem etwas, was langfristig auch zeigt, wo es geldpolitisch hingeht, was für den Euro nochmal extra bearish ist. Tiered Interest Rates, das haben die Japaner zum Beispiel, die Bank of Japan auch eingeführt. Und zwar wissen wir ja, da holen wir ein bisschen aus, wir wissen ja zum Beispiel, dass der Bankensektor massiv unter den geldpolitischen Stimuli und der Nullzinspolitik der EZB, weil nämlich das komplette Geschäftsmodell erodiert und die Einnahmenquellen wegbrechen, ja, die sich aus Zinsdifferenzen ergeben für die Banken, dass eben diese infolgedessen große Schwierigkeiten haben. Und die Deutsche Bank ist da sicherlich ein Vorreiter in diesem Zusammenhang und ein negativer Vorreiter. Da kann man das relativ gut sehen, wie das größte, ehemals größte Bankhaus sogar der Welt. Das war Anfang 2000, Ende 90er, Anfang 2000 nach der Übernahme von Bankers Trust. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht, das war schon 20 Jahre her, aber nichtsdestotrotz. Fakt ist, auf jeden Fall, dass dieser Kursverfall eine ganz klare Tendenz, nämlich infolge eben dieser Nullzinspolitik eben tatsächlich ist und dass das gesamte Bankensystem europäische darunter krankt. Und Tiered Interest Rates, jetzt kommen wir dazu, bedeutet, dass man im Grunde genommen nicht per se sagt, du hast den und den Strafzins zu zahlen, sondern abhängig von diversen Faktoren wird dir zum Beispiel nicht ein Zins von minus 0,1 oder 0,2% in Rechnung gestellt oder du belastet Negativzins, sondern zum Beispiel musst du keine Zinsen zahlen. Das ändert zwar jetzt nur minimal etwas, weil wir statt minus 0,2% Verzinsung von 0% haben, aber das ist definitiv besser, als Strafzins zahlen zu müssen. Und deutet darauf hin auch ganz besonders abziehend darauf, den Bankensektor in europäischen zu entlasten, dass aber diese Nullzinspolitik noch sehr, sehr lange anhalten wird. Und das sind alles Maßnahmen, die da wahrscheinlich dann entsprechend verabschiedet werden, die insgesamt auch ein ganz klares Bild zeichnen natürlich für den Euro als solches. Also den Euro willst du vor diesem Hintergrund definitiv nicht long sein. Was mit Sicherheit aber gestern spannend war, dass der DAX trotz der sich abgezeichneten Entspannung und infolge der es hier zu dieser scharfen Gegenbewegung kam, ja, ich will das mal vor 5 Minuten Basis vielleicht sogar zeigen, kannst du noch ein bisschen besser sehen. Also wir sind zunächst einmal stark unter Druck geraten. Ich hatte gestern hier bei den täglichen Handelsideen, hatte ich gesagt, die Region 11.550, ein schöner potenzieller Short-Trigger, der sich ergibt,
Gehen wir nochmal kurz auf die Stunde. Hier aus der Struktur fallender Hochs, fallender Tiefs. Tiefere Tiefs markiert bereits am Mittwoch. Gegenbewegung gegen die ehemaligen Tiefs, potenzieller Short-Trigger. Und von dort dann neue Tiefs eher zu erwarten, als dass wir hier auf einmal eine starke Gegenbewegung oder Aufwärtsbewegung sehen. So sollte es auch kommen. Allerdings war dann eben zügig die Meldung, die wir gleich noch detaillierter betrachten, nämlich dass China eventuell, oder nicht eventuell, sondern hofft, so will ich es mal formulieren, hofft, dass man sich hier auf halbem Weg vielleicht treffen kann mit den USA bei einem Deal. Das hat für sondern Entspannung dahingehend gesorgt, dass man nämlich jetzt davon ausgegangen ist, als wenn dann vielleicht auch eine Deeskalation seitens China auf den Weg gebracht ist. Ich interpretiere das etwas anders, dazu gleich mehr. Aber als die Meldung mit Olli Rehn über den Ticker lief, das war so ungefähr hier. Nee, Moment, stimmt das? Oder war das hier? Man kommt so ein bisschen durcheinander bei dieser, bei diesen Riesenschwankungen hier von 100 Punkten innerhalb von 10 Minuten. Ich weiß es jetzt gar nicht. Also Fakt ist, irgendwo, ich glaube, also in diesem Bereich auf jeden Fall. Wir waren in Anführungsstrichen in Schlagdistanz zu den Hochs. Das ist absurd. Für den einen oder anderen mutet es im ersten Moment an, aber wie gesagt, man muss die Volatilität aktuell berücksichtigen. Wir sind hier bei einer Schwankungsbreite im gestrigen Handelstag alleine von 300 Punkten. Da gehen wir erstmal von den Tageshochs, gehen wir innerhalb der nächsten 2,5, 3 Stunden, gehen wir 300 Punkte down, nur um dann 300 Punkte hoch, nur um dann wieder 150, 200 Punkte down und dann wieder hoch. Und wir, also demnach ist tatsächlich 100 Punkte unter den Tagestiefs in meinen Augen Schlagdistanz. Also da wäre es durchaus realistisch gewesen, dass wir neue Hochs markieren. Dass wir darauf nicht so reagieren, zeigt zum einen, natürlich ist der Haupttreiber aktuell der Handelskonflikt, zeigt aber auch, die Erwartungshaltung an die EZB ist sowieso schon unfassbar hoch. Und wenn das nicht in der Lage ist, jetzt bullische Impulse nach sich zu ziehen, diese in Aussichtstellung eines geldpolitischen Stimulus, eines weiteren geldpolitischen Stimulus, dann zeigt das auch, in was für einer unglaublich vertrackten Lage wir uns aktuell wohl befinden dürften und wie unglaublich schwierig es jetzt wird, diese sich abzeichnende, weiterhin hochbleibende Volatilität in den Griff zu bekommen. Oder ich formuliere es schon mal jetzt ein bisschen anders. Wenn ich längerfristige Aktienengagements hätte, also sagen wir mal, ich habe eine Position begünstigt durch Mitarbeiteroptionen oder Mitarbeiteraktien, die ich durch meine Tätigkeit bei einem börsennotierten Unternehmen vielleicht über die Jahre angehäuft habe, oder eine Altersvorsorge oder irgendein Portfolio, was Dividendenstrategien abbildet oder auf Dividenden Einkünfte oder das, die Zahlung von Dividenden eben abzielt, Altersvorsorge nochmal und dergleichen, dann würde ich mir aktuell beginnen, ernsthafte Gedanken dahingehend zu machen, vielleicht hätte ich sie schon lange gemacht übrigens, also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das thematisiere, dass ich dieses Portfolio beginne abzusichern, weil ich nicht davon ausgehe, dass wir mittel- bis längerfristig uns im DAX deutlich über 10.000 Punkten stabilisieren können. Ich gehe eher davon aus, dass die Turbulenzen am Markt anhalten und ich gehe eher davon aus, dass wir deutlich unter das 10.000er-Level rutschen dürften. Wie gesagt, ausgehend sicherlich von auch den potenziellen Abschlägen, die wir uns noch entgegensehen, dann begünstigt durch eben eine schärfere Korrekturbewegung im US-Aktienmarkt, sollte der Handelskonflikt weiter eskalieren, aber auch, weil man auf eine so in meiner Welt jedenfalls und erfahrungsgemäß eigentlich super bullische Nachricht, nämlich, dass die EZB sich massiv expansiv dann präsentiert in gut einem Monat von heute, dass hier keinerlei wirklich nachhaltige, stärkere Aufwärtsbewegung sich in der Lage ist, auf den Weg zu bringen. Also das ist auf jeden Fall ein klares Signal. Zeitgleich ist das auch ein Signal dafür, dass wir für den Euro eher nochmal erwarten sollten, dass wir uns in Richtung der 1,10er-Region aufmachen und auch unter dieses Niveau fallen. Da ist mein übergeordnetes Ziel im Bereich tatsächlich so um 1,0750, 1,08 mindestens. Wobei der Euro, wie gesagt, zum US-Dollar da so ein bisschen vielleicht mit Vorsicht zu genießen ist, durch eben die Inaussichtstellung auch eines massiv expansiven Kurses, den die US-Notenbank Fed, den man erwarten sollte, infolge eben dieser Eskalation des Handelskonfliktes. Wobei aber natürlich hier der Fed auch so ein bisschen vielleicht die Hände gebunden scheint. Denn, da schauen wir nochmal kurz auf das sogenannte Fed-Watch-Tool. Was wir nämlich hier sehen ist, die Spekulation derzeit auf eine Zinssenkung ist bereits bei 100%, 25 Basispunkte auf jeden Fall. Ja, wo wir hier eine Wahrscheinlichkeit mit 70% sehen, 30% der Marktteilnehmer erwarten sogar diesen Deep Cut. Aber selbst wenn er käme, dieser Deep Cut, dann wäre er aktuell blickend bis auf die Dezember-Sitzung wäre er tatsächlich wahrscheinlich nur das, was der Markt sowieso schon hier in der Mehrheit aktuell mit etwas über 50% sieht, nämlich dass wir vom derzeitigen Zinsniveau noch einmal 3 Zinsschritte zu sehen bekommen. Also sprich, dass wir nochmal im September, dann auch noch einen im Oktober und im Dezember sehen. Wobei, wenn wir jetzt 50 Basispunkte im September runtergehen, dann fällt der Oktober einfach weg. Dann überspringen wir den im übertragenen Sinne einfach. Und demnach
zeigt sich hier im erweiterten Sinne, dass eigentlich schon vieles von dem geldpolitischen Stimulus und den Zinssenkungen, die wir von der Fed erwarten, eingepreist ist in den Markt. Also die Fed hat unglaublich wenig Spielraum, ehrlich gesprochen, was wiederum dann auch hier für den Euro-US-Dollar, trotz der Skepsis bezüglich der weiteren Performance im Greenback, nichtsdestotrotz die Shortseite im Euro zum US-Dollar weiter favorisiert. Dennoch muss ich sagen, favorisiere ich ganz klar weiterhin eigentlich den Euro-japanischen Yen beispielsweise, der gestern ebenfalls kein starkes Momentum auf der Unterseite aufgenommen hat. Das war allerdings geschuldet der Tatsache, dass, wie gesagt, sich der Handelskonflikt so ein bisschen begonnen hat zu entspannen. Dazu jetzt mal ganz kurz, was ist damit gemeint? Ich hatte es gerade ja schon angedeutet. Ich habe hier wieder die Tweets vorbereitet von gestern. Also, du bist auf der Short-Seite unterwegs und du bekommst auch hier, eigentlich ist es keine wirklich neue News, aber es hängt so ein bisschen wahrscheinlich auch vom Marktumfeld ab. Du bekommst dann natürlich noch den entsprechenden Treiber, der kurz nachdem wir das Event dann hier beendet hatten, gegen 10 war es, 10.30 Uhr, also da hatten wir das Event zwar hier schon rund eine Stunde beendet gehabt, aber da kam dann der Treiber, der auch nochmal den DAX entsprechend geschoben hat auf der Unterseite. Und zwar sagt hier das Finanzministerium, kurzen Augenblick, okay. Sagt das Finanzministerium Chinas eben, es sind entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, um eben hier zusätzlich... Ina, Sie haben sich als Organisator eingewählt und können nun mit allen anderen Organisatoren oder Diskussionsteilnehmern in der Leitung sprechen. Wenn Sie bereit sind, mit Ihrer Präsentation zu beginnen, klicken Sie im GoToWebinar-Bedienpanel auf die Schaltfläche Übertragung starten, damit alle Teilnehmer Sie hören können. Das Programm wird Sie benachrichtigen, sobald die Sprachübertragung beginnt. Nur über na, wo haben wir es denn jetzt, Übertragung? Deswegen sind wir erstmal nur über Facebook hier reingegangen. So, einen Moment. Ich muss mal jetzt hier eben ganz kurz ein bisschen was organisieren. Halt den Gedanken aber fest. Ja, einen Moment. So. Also, jetzt müsste mein Bildschirm zu sehen sein für die Damen und Herren. Und dann Übertragung starten. Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Okay. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Also, ich gucke mal jetzt ganz kurz hier. Also auch nochmal ganz kurz einen guten Morgen an alle diejenigen, welchen, die jetzt gerade eben hier mit rund 20-minütiger Verspätung bei GoToWebinar eingeloggt worden sind. Da gab es heute früh ein technisches Problem. Verzeiht das bitte. Und infolgedessen konnte ich erstmal hier nur über den Facebook-Stream das starten. Wir haben jetzt schon einige Aspekte thematisch abgearbeitet. Ich empfehle im Anschluss einfach, die Aufzeichnung sich anzuschauen, die wir dann einstellen, also die ich kurzzeitig hochladen. Innerhalb von der nächsten halben, dreiviertel Stunde ist die verfügbar im Tickmill-Channel bei YouTube. Ich stelle auch den Link dann nochmal ein bei Guidance in meiner Chatbox, in meiner Training-Chatbox. Also ihr habt diverse Möglichkeiten, diesen auf jeden Fall abzurufen über YouTube dann. Ich habe nochmal ein bisschen was erzählt jetzt zu den gestern veröffentlichten Interview hier vom Wall Street Journal mit Olli Rehn, der in Aussicht gestellt hat, dass das geldpolitische Paket, was die EZB hier dann im September schnüren wird, die Einschätzung, die Erwartung des Marktes übertreffen sollte. Ja. Und dann greifen wir jetzt, wie gesagt, noch einmal hier diesen zunächst potenziellen bärischen Treiber auf, nämlich die sogenannten Countermeasures, die sich dort eben ergeben. Und zwar so, diese Countermeasures, wonach eben hier entsprechende Gegenmaßnahmen halt eingegriffen werden müssen, weil China in diesem Zusammenhang einen Verstoß sieht gegen eine Abmachung, die Trump und Xi in Osaka getroffen haben. Infolgedessen sieht man sich dazu regelrecht genötigt. Das war die erste, ich nenne es erstmal bärische, der erste potenzielle bärische Treiber, der ganz wesentlich auch dann hier zu diesem Fall auf neue Wochentiefs und auf die Attacke, im Tageschart kann man das wahrscheinlich noch relativ gut sehen, auf diese Attacke dieser schon bereits länger thematisierten 11.250er Region geführt hat. So, die war geschuldet durch diese News aus China, weil China, und das war dann wahrscheinlich auch der Treiber, wie gesagt, diese Countermeasures, die hatten wir schon eigentlich vor einer Woche, vor anderthalb, zweien gehört. Spätestens da, letzte Woche Montag, als eben der Dollar gegen den chinesischen Yuan das erste Mal seit 11 Jahren über das 7er-Level gesprungen war. Da war eigentlich schon klar,
dass dort jetzt entsprechend China offensichtlich nicht mehr zurückhält. Bis dato hat man sich auch rhetorisch zurückgehalten. Und jetzt beginnt man halt mehr und mehr, sich aggressiver auch zu präsentieren. Also seit letztem Jahr, März, April, hatte Trump, also 2018 bereits, hatte Trump ja schon relativ deutlich sich gegen China gewandt, Importzölle verkündet und dergleichen und hatte dort massiv protektionistische Maßnahmen auf den Weg gebracht. Und China hat sich immer erstaunlich zurückgehalten. Also es war nie wirklich so, dass man das Gefühl hatte, die gehen jetzt in die Vollen. Die stellen sich jetzt hin, rüsten massiv auf, aber im stillen Hinterzimmer, da wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass man schon Gegenmaßnahmen geplant hat und dass jetzt eben im Grunde genommen im übertragenen Sinne das fast dann zum Überlaufen gebracht worden ist. Und das ist etwas, was gestern wahrscheinlich dann nochmal hier Sorge geschürt hat, wonach dann eben dieser bärische Impuls auf den Weg gebracht worden ist. Oder wurde. Und jetzt ist es so, ich gehe mal kurz hier auf diese, jetzt ist es eben tatsächlich dann so gewesen, das war zunächst der Treiber für die bearische Action und kurze Zeit später kommt dann diese massive Gegenbewegung, wie gesagt, von einigen hundert Punkten hier innerhalb kürzester Zeit massive Beschleunigung. Und da nimmt China plötzlich dann den Wind wieder raus aus den Segeln. Dann heißt es plötzlich, China hopes US can meet halfway with it on trade issue. Nach einem News-Ticker aus China, nämlich, dass man sich auf halbem Wege eben treffen kann. Und das hat dann dazu geführt, dass eben diese Countermeasures, die angedroht worden sind, erstmal deutlich an Schärfe verloren haben. Und dann kam noch, das hat dann natürlich für Schmunzeln gesorgt, nicht nur bei mir, sondern auch rund um den Globus offensichtlich, nämlich Xi und Trump in touch via Meetings, Phones und Letters. Ja, hat dann auch hat eine chinesische Nachrichtenagentur eben verkündet, nämlich, dass der chinesische Premier Xi und US-Präsident Trump sich via Treffen, logischerweise, aber eben dann auch via Telefon, wahrscheinlich allerdings nicht Huawei, das muss man immer dazu sagen, ja, Huawei wird da wahrscheinlich telefonisch sich nicht unbedingt anbieten, da sollte man eine neutrale Instanz wählen, ja, irgendwie Nokia oder so. Auch via Briefen, dass man sich austauscht. Also etwas anders formuliert, Treffen, Telefonate und Briefe sind offensichtlich heute effektiver als Geldpolitik von Notenbanken, zum Beispiel Zinssenkungen von der Fed, um dann eben solche Kursexplosionen herbeizuführen. So, Ironie aus an dieser Stelle. Tatsächlich haben diese Meldungen dann, wie gesagt, nicht nur die Schärfe rausgenommen, sondern eben auch zu diesen verschärften Aufwärtsbewegungen im DAX eben geführt und haben dazu beigetragen, dass sich ich nenne ihn mal Würgegriff vielleicht im übertragenen Sinne, dieser Würgegriff, Handelskonflikt und dieser sich abzeichnende Risk-Off-Modus im Markt, dass der sich begonnen hat, eben deutlich zu erholen und dass wir trotz eher massiver Schwankungen und erhöhter Volatilität dann auch mehrere hundert Punkte, das ist eine Handelsspanne von 200 Punkten, aus der Gegenbewegung bis hier zu den Tiefs, das ist 11.350 im Low und da sind wir bei roundabout 11.550, also 525. Das sind fast 200 Punkte Handelsspanne. Und in dieser Spanne sind wir dann über den ganzen Abend hinein im Grunde genommen in den Schluss des Tages eben gependelt. Ja, und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, was ist daraus jetzt zu machen? Und ich sage das schon initial. Ich persönlich wage mich aktuell keinerlei Aussage darüber zu treffen, Vorteil zu identifizieren oder sonst dergleichen. Marktbedingungen gestern, wer sich interessiert, wie das bei mir trading-technisch abgelaufen ist, etwas bedauerlich, ehrlich gesagt. Der Tag unterm Strich ist nur mit einem kleinen Minus rausgegangen, eben tatsächlich. Also es war nichts Dramatisches, liegt für die Woche immer noch vorne, was sehr, sehr gut ist, ehrlich gesagt, von dem Hintergrund der Marktbedingungen. Nichtsdestotrotz, was mich ein bisschen geärgert hat, war, dass ich einen Systemtrade hatte. Das war so quasi die Kernposition eigentlich, Short-Position von gestern früh, wonach ich hier gesehen habe, dass sie natürlich sehr, sehr schön für mich gelaufen war. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier dann eben die Entscheidung getroffen, den Stop auf Break-Even nachzuziehen. Also auch vor dem Hintergrund der Erwartung, dem Wissen, dass kurzzeitig solche Meldungen in der Lage sind, hier parabolische Kursanstiege nach sich zu ziehen. Das haben wir in den letzten Tagen ja häufiger zu sehen bekommen, Wochen schon. Und habe den Stop auf Break-Even nachgezogen, bin in diese Bewegung ausgestoppt worden, plus minus null, sogar mit leicht negativer Slippage. Es war allerdings ehrlich gesagt so leicht negativ mit 3 Punkten, dass ich gesagt habe, die sind geschenkt vor dem Hintergrund dieser sprunghaften Kursbewegung. Und dann sehen wir anschließend eben, dass der Markt nochmal abgekippt ist.
insgesamt hat mich das genau all das gekostet, was ich eingespart hatte am Dienstag. Ich erinnere mich dran, ich hatte dort eine eigentlich Long-Position geplant oder die wäre systemtechnisch umgesetzt worden und ich habe die rausgenommen. Und genau das, was ich dort eben an Glättung der Equity-Kurve nach sich gezogen habe, habe ich eben durch diesen Break-Even-Stop wieder einzahlen müssen. Aber alles in allem gilt an dieser Stelle in solch einem Marktumfeld jetzt nicht irgendwie frustriert zu sein und zu sagen, um Gottes Willen, das schadet meiner übergeordneten Profitabilität. Sicherlich ist das nicht angenehm, aber nichtsdestotrotz gilt es aktuell besonders Kapital zu erhalten, richtige Handelsentscheidungen, saubere Handelsentscheidungen zu treffen und dann auch entsprechend Risikomoney-Management technische adäquate Anpassungen vorzunehmen. Also beispielsweise die Positionsgröße entsprechend zu reduzieren, wie ich das initial sagte, weil das die einzige Möglichkeit ist, aktiv auf das Marktumfeld einzuwirken. Also wir sind der Spielball der Märkte, das sind wir sowieso immer und jetzt gerade ganz besonders sogar und demnach müssen wir die Dinge beeinflussen, die wir beeinflussen können und die wir nicht beeinflussen können, einfach Dinge, die wir nicht beeinflussen können, sein lassen. Und das, was wir beeinflussen können, ist unser Mindset. Was wir beeinflussen können, ist unsere Positionsgröße, also unsere mentale Stabilität, das Durchhandeln, das weitere Glauben an unser funktionierendes Handelssystem und entsprechend die Reduktion der Positionsgröße. Und beides tue ich an der Stelle einfach und ich empfehle euch, dasselbe zu tun, weil das ja, aktuell einfach essentiell wichtig ist eben in der Tat. Und nunmehr wollen wir uns dann eigentlich rein auf die technische Betrachtung fokussieren. Den Stundenchart hier mal kurz eben von der Struktur her auseinandernehmen. Interessanterweise ist es so, dass wir uns weiterhin auf der Short-Seite wiederfinden und demnach auch weiter das Potenzial gegeben ist, dass wir einen tiefroten Wochenschluss zu sehen bekommen mit einer Attacke auf die 11.250er Region. Die, sollte sie fallen, dann mit Zwischenziel das 11.000er Level aktiviert und darunter dann den Bereich um 10.800 Punkte im DAX aktiviert. Was wir sehen können eben hier, dort sich ergebend, ich will das auch mal ganz kurz mit einfliegen, kurzen Augenblick. Magst du nicht? Doch. So, zieh die mal eben hier raus. Das ist dann hier das nächste Ziel auf der Unterseite. Das ist der Bereich um 10.800 Punkte, den wir dann anvisieren sollten. Der Vorteil auf der Short-Seite ergibt sich eben durch die Struktur fallender Hochs, fallender Tiefs. Sicherlich sehr, sehr verschachtelt, so nenne ich das mal, aber dennoch, solange wir hier unterhalb von 11.550 Punkte handeln, darf man den Vorteil weiter auf der Short-Seite sehen. Und diese Bewegung, wenn auch eine sehr volatile, aber nichtsdestotrotz diese Bewegung eben als Regression betrachten. Sollten wir die 11.550 zurückerobern, begünstigt durch welche Impulse auch immer, dann ist natürlich denkbar, dass wir auch weitere Aufschläge sehen, die uns in Folge vielleicht für die kommenden Tage schon mal vorbereiten sollten, dass wir uns bis in den Bereich um 11.850 Punkte bewegen, aber soweit sind wir aktuell noch nicht. Warten wir erstmal die Kassaeröffnung jetzt gleich um 9 Uhr ab, schauen, wie sich das darstellt, das Bild. Jegliche weitere Tweets, die da von Trump eben kommuniziert werden, die sind genauestens zu beobachten, Meldungen aus China. Die Frage, die sich natürlich jetzt ein bisschen stellt, ist, welche Tweets sind denn von Trump eigentlich zu erwarten? Und diese Frage, die würde ich auch gerne mal aufgreifen, weil was nämlich interessant ist, ist, wieso nimmt China eigentlich hier jetzt, obwohl sie die Möglichkeit haben, sie haben ja Schwäche identifiziert bei Trump. Also die Schwäche, die macht sich ja ganz klar bemerkbar. Wir sehen es auch zum Beispiel in diversen Headlines. Also das interpretieren einige so. The trade war is already lost. Trump is doomed and this investment is about to go ballistic, strategists say. Ich habe den Artikel nicht gelesen, ich will aber die Headline einfach nutzen, um meine Gedanken dazu zu formulieren. Ich könnte mir vorstellen, dass die wahrscheinlich auch relativ ähnlich sind als oder in die Richtung gehen, wie dieser Stratege das hier aufgreift. Was ist damit gemeint, dass der Trade War already lost ist für die USA? Trump hat geblinzelt einfach. Trump hat die verkündeten Importzölle, die er ja noch vor 2 Wochen auf den Weg gebracht hat, angeblich ohne das Einverständnis seiner Berater zu haben und sich gegen ihre Entscheidung, die Berater um München beispielsweise, haben gesagt, wir würden das nicht tun und wir würden hier mit den Chinesen erst sprechen und dergleichen. Trump hat gesagt, er vertraut hier wohl seinem Bauchgefühl, seiner Intuition, hat diese Importzölle von 10%, um nochmal zusätzlichen Druck aufzubauen auf China, verkündet. Und das Resultat, nun, das sehen wir jetzt, das Resultat ist, dass eben massive Volatilität in den Markt gekommen ist, dass das Vertrauen komplett verspielt ist. Trumps Tweets, Trade Talks are going well, sind im Grunde genommen null und nichtig, kein Mensch vertraut denen mehr. Und ergänzend dazu haben wir einen massiven geldpolitischen Stimulus in Aussicht gestellt seitens der Fed, aber auch beispielsweise seitens der EZB, die nicht in der Lage sind, den Markt deutlich zu stabilisieren. Das ist ein unglaublich gefährliches Marktumfeld für ihn und jetzt gilt es eigentlich für ihn,
meines Erachtens nach Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber den Handelskrieg, den er ja so als einfach zu gewinnen bezeichnet hat, der ist definitiv verloren, weil diese alleinige Verzögerung der Importzölle deutet ja darauf hin, mit Ausblick auch, dass das negative Auswirkungen auf den Konsum hat, auf den US-Konsumenten, obwohl China ja angeblich alle diese Tariffs, diese Importzölle bezahlt, was natürlich absurd ist, aber nichtsdestotrotz, was er so kolportiert hat, was er so kommuniziert hat, auch sehr aggressiv kommuniziert hat über Twitter immer wieder und immer wieder, dass eben das darauf hindeutet, dass die Situation dann doch etwas komplexer sich darstellt, als sie von Trump geschildert wurde. Und genau daraus kannst du natürlich Schwäche ablesen. Das werden die Chinesen getan haben und infolgedessen eben auch sehen sie sich jetzt sicherlich in einer starken Verhandlungsposition für weitere Verhandlungen zum Thema Handel, die jetzt anstehen oder auch vielleicht nicht anstehen. Und jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie ist das vereinbar, wenn ich diese Schwäche sehe und eigentlich erwarten würde, dass sie jetzt aggressiv sich präsentieren. Und das war ja das, was gestern über den Twitter, über den Ether hier eben entsprechend lief. Wie ist das jetzt vereinbar? Ich mache das jetzt mal hier zu. Mit dann diesem Zurückrudern, diesen Spannung rausnehmen dieser Meldung hier. Und ich würde das so interpretieren, dass China jetzt versucht, sich vielleicht als der Gute bei der ganzen Sache zu positionieren. Also der Gute einfach. Dass die sagen, wir reichen jetzt hier die Hand, wir können die Sache noch gemeinsam deeskalieren. Aber sie wissen eben vielleicht dann auch so ein bisschen um das Ego von Trump und diese, nennen wir sie mal, leicht narzisstische Tendenz, die sich ja an einigen Stellen schon abgezeichnet hat, die man vielleicht auch als Hobbypsychologe ist in der Lage irgendwie zu sehen. Ja? Und Fakt ist in dem Zusammenhang, Trump wird sich kaum geschlagen geben. Und er hatte jetzt auch, es gab erste Meldungen, wonach Trump, ich hatte jetzt allerdings nicht die Quellen gecheckt, deswegen gebe ich das jetzt mal so rein spekulativ, aber dennoch weiter. Es gab wohl jetzt im Laufe der letzten 24 Stunden noch ein Interview mit ihm, wo er schon darauf hindeutete, dass er nicht unbedingt vorhat, klein beizugeben und in dem Zusammenhang eben sicherlich sich der Situation eventuell bewusst ist. Aber sobald er sich darüber im Klaren ist, dass dieser Handelskrieg so nicht mehr zu gewinnen ist, wie er das jetzt ursprünglich eventuell mal geplant hat und dass seine Intuition ihn dort in die Irre vielleicht geführt hat, sollte man immer in Betracht ziehen, dass Trump eventuell nochmal in die Vollen geht und sagt, okay, wenn China nicht will, oder wenn die nicht nach meinen Regeln spielen, dann brenne ich eben das ganze Haus nieder, ja, und nicht nur hier die Küche, sondern dann brenne ich eben alles nieder und dann soll keiner was haben, was dann wiederum implizieren würde, wir sehen einen Rückrudern von der Verzögerung der Tariffs in den Dezember zurück in den September und sagen, okay, dann gibt's die ab jetzt. Weil unterm Strich müssen wir jetzt hier unsere nationalen Interessen oder sonst dergleichen machen. Ich weiß nicht, welche Logik dort dann verfolgt wird, aber das wäre jetzt so eine erste Interpretation oder das, was ich mir vorstellen könnte, was natürlich im aktuellen Marktumfeld dann das Risiko beinhaltet, dass es hier nochmal zu einem scharfen Rücksetzer kommt. Das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf bewahren, meiner Meinung nach. Der Kehrseite, wie gesagt, sollte Trump hier zurückrudern, vielleicht mit der Aussicht, dass man ihm das als Stärke auslegt, vielleicht. Es ist halt unglaublich schwierig, glaube ich, da irgendwie hinter die Kulissen zu schauen und wirklich die Denke nachvollziehen zu können, was dort der Treiber eben tatsächlich ist. Dann wäre das etwas, was er vielleicht tun könnte mit Aussicht auf den Wahlkampf 2020, weil auch da die Fronten sich ja mehr und mehr verhärten. China, die Agrargüter, wie gesagt, die Abnahme aus dem Mittleren Westen eingestellt hat, das ist ein wichtiger Wahlbereich von Trump. Ist halt, wie gesagt, eine unglaublich schwierige Möglichkeit, oder ist unglaublich schwierig, das zu interpretieren, meines Erachtens nach. Und demnach, wie gesagt, folge ich im erweiterten Sinne einfach der Price Action hier und sehe derzeit alles unterhalb von 11.55 eben als Air Short mit nochmal Potenzial, eine Attacke auf die Tiefs um 11.250 Punkte. Wenn wir die rückerobern, die 5.50, dann sind wir auch zügig in der Lage, die 8.50 zu sehen, das dünne und sehr trockene Marktumfeld, so wie der DAX sich kursbewegungstechnisch eben präsentiert, was darauf hindeutet, ist auf jeden Fall gut, dass wir das innerhalb von einem, vielleicht sogar zwei Handelstagen so zu sehen bekämen. Und so vielleicht also die Einschätzung dann zum DAX und den neuesten Entwicklungen rund um das Thema Handel. In Summe bleibt die Vola eher hoch, was bedeutet, der japanische Yen bleibt weiterhin zu favorisieren. Ich hatte gerade die in Aussichtstellung weiterer expansiver Schritte seitens der EZB auf der September-Sitzung in Aussicht thematisiert durch Olli Rehn gestern. Das macht den Euro verwundbar für weitere Abschläge. Potenzielles Kursziel im Euro-Yen liegt im Bereich dann um 114,70, 115, Region um die April-Tiefs aus 2017. Also hier ist im Euro-Yen auch aus der Perspektive die Short-Seite zu favorisieren. Und
Schauen wir nochmal ganz kurz hier auf Gold. Gold ist vor diesem Hintergrund weiterhin auch bullisch zu betrachten, wobei wir jetzt sehen, auch wenn wir gestern erneute Aufschläge sahen, oder auch vorgestern ganz besonders erneute Aufschläge sahen, dass so ein bisschen das Momentum zum Erliegen kommt. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich jegliche weitere Eskalation und hier besonders der Blick auf den Dollar-Yuan, jeglicher weiteres Aufwertung des Dollar-Yuan, also das Laufen dann deutlich über die 7 in Richtung 7,10, vielleicht sogar das Ziel mit 7,30, 7,50 auf der Oberseite. Das ist auf jeden Fall etwas, was ja, als guter Risikobarometer, Risikoaversions- oder Risikoneigungsbarometer der Märkte genutzt werden könnte. Ich formuliere es um. Sobald wir uns in die Gefilde um 7,30 bewegen, besteht hier realistisch eine Chance, dass eben nochmal Panik in den Markt kommt, wovon natürlich dann klassisch Gold auf jeden Fall profitiert und wo wir eben dann einen Stint auf dann höhere Hoch sehen könnten mit einem mittelfristigen Ziel um 1650 bis 1700 US-Dollar pro Feinunze. So, ich hatte gestern noch eine Frage gesehen, die will ich vielleicht nochmal ganz kurz hier aufgreifen, wobei ich die Frage eigentlich nicht umfassend beantworten kann. Und zwar, ich bin gestern nur relativ grob über diesen Indikator gegangen, diesen Daily Range Indikator. Wer den haben möchte übrigens, der schickt mir gerne eine Mail, den kann ich kostenlos weitergeben. Also der ist nicht wirklich spektakulär, den habe ich auch einmal erhalten und nutze den an dieser Stelle. Und jetzt kommt's, nutze den eben nur zum Einfangen dieser Information hier, nämlich die vorherige Handelsspanne von einem, fünf, der letzten 10 und der letzten 20 Tage, um einfach dort eine Idee zu bekommen, wie dort die Volatilität sich darstellt. Alles das, und darauf bezog sich dann die Frage, was ist zum Beispiel hier mit Stop-Loss gemeint und dergleichen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich damit nie beschäftigt. Es interessiert mich auch gar nicht. Also ich will nur wissen, wie die durchschnittliche Schwankungsbreite eben hier ist, damit jemand mir die ausrechnet. Ja, und der Indikator tut das eben tatsächlich. Hier gibt es eben die Möglichkeit, ausgehend von diesen Handelsspannen dann auch Trading-Ansätze zu formulieren, wo man auch ein Risk-Reward-Ratio zum Beispiel eingeben kann, welches dann sagt, wenn eben zum Beispiel die durchschnittliche Spanne zum Beispiel 25 Dollar ist und ich multipliziere das Ganze mit 3, dann heißt das etwas anders formuliert, dass wir 75 Dollar auf der Oberseite bei Long-Position haben oder bei Short-Position 75 Dollar auf der Unterseite. Und dann wird das wahrscheinlich hier in irgendeiner Form anhand eben dann der jeweiligen Punktwerte abgebildet. Allerdings ist das etwas, was ich sowieso händisch mache, weswegen ich tatsächlich dort keinerlei Verwendung für habe. Also mir geht es tatsächlich nur hier um diese Information. Und was ich jetzt in diesem saisonalen Muster gemacht habe, ist, dass ich eben schaue, die letzten 10, letzten 20 Handelstage, wo liegen wir dort durchschnittlich von der Handelsspanne, also von der Schwankungsbreite. Das passt gut zur 14er ATR. Das überrascht jetzt nicht wirklich, weil die 14er ATR bildet ja die durchschnittliche Handelsspanne Average True Range der letzten 14 Tage ab. Das liegt inmitten von 10 und 20. Also kein Wunder, dass die Zahl hier ungefähr in der Mitte liegt. Leichte Tendenz nach oben. Das zeigt, dass die jüngeren Tage oder die etwas jüngere Vergangenheit hier stärker volatil war natürlich. Und jetzt ist es eben nötig, dass ich einen Stop formuliere für so ein saisonales Muster. Und dann mache ich einfach Folgendes. Ich gucke mir einmal die Vola im Markt an aktuell. Und wenn der maximale Drawdown oder maximale Verlust deutlich signifikant oberhalb der aktuellen Schwankungsbreite lag, was er tut in diesem Setup. Wir erinnern uns dran, die lag bei 51 US-Dollar gestern, bei diesem Pattern, was wir formuliert hatten, diesem saisonalen. Dann nehme ich diesen Stop, dann nehme ich den weiteren Stop, um dem Markt einfach auch mehr Luft zu geben und reduziere stattdessen die Positionsgröße. Und dank der entsprechenden Trefferquote, die mindestens 75% höher ist, in dem Fall sind 76%, habe ich trotzdem einen positiven Erwartungswert. Und so arbeite ich eben mit diesem Indikator. Also diese weiteren Informationen, wie gesagt, die spielen da für mich keine wirkliche Rolle. Und da ich das nicht wirklich händisch machen möchte, die letzten Kerzen alle, die Schwankungsbreiten messen, die aufaddieren und dann durch den jeweiligen Zeitraum teilen, möchte ich das hier durch einen Indikator machen und so nutze ich den. Ja, ich hoffe, dass das die Frage beantwortet. Und dann bleibt mir an der Stelle nicht wirklich viel mehr zu tun, als zu sagen, happy trading, passt auf eure Stops auf. Und wir hören uns wieder am Montag um 8.30 Uhr zu den täglich neuen Handelsideen. Dann beginnt die letzte Woche gemeinsam mit mir. Bis zum 23. Am 26.08. ist der Mike Seidel dann wieder da, den ich ja aktuell hier für seinen Urlaub, den wohlverdienten, vertrete. Und ja, soweit erstmal meinerseits. Also happy trading, pass auf die Stops auf und wir sprechen uns dann eben am Montag wieder, hören uns wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.